Soll ich nochmal vorlesen? Schatz, wir müssen warten, bis das Baby weint. Warum das denn? Weil ich nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. Wieso eigentlich haben Äthiopier so dicke Bäuche und so dünne Ärmchen? Nix arbeiten und viel essen. Check ich immer nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als Kinderlähmung. Doch, jetzt fällt mir was ein. Frauenfußball. Pfleger im Altersheim. Na, seid ihr auch alle da? Die Senioren mit Begeisterung? Ja. Pfleger, aber nicht mehr lange. Mama, Mama, ich habe endlich meinen Vater gefunden. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass du nicht in unseren Garten buddeln sollst? Fritzchen bringt Opa im Büschel Gras. Dieser, was soll das? Fritzchen, Papa meinte, dass wir viel Geld bekommen, wenn du uns Gras beißt. Die letzten Worte des Sprengmeisters. Ich bin mir sicher, es ist der rote Draht. Letzte Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Und was hat er noch? Eier aus Bodenhaltung. Und was hat er noch? Einen dreckigen Sack. Gestern habe ich einen Leprakranken in der Warteschlange gesehen. Er hat sich die Beine in den Bauch gestanden. Leprakranke sind die, die ab und zu mal ein paar Körperteile verlieren. Eigentlich ganz witzig. Wieso leben Eskimos eigentlich so lange? Sie können nicht ins Gras beißen, weil sie am Nordpol leben. Was kann man zu einer Blondine sagen, die keine Arme und Beine mehr hat? Hübsche Titten. Es geht jetzt nur an die, die keine Arme und Beine haben. Was gibt's noch? Also ich lese die hier gerade alle vor. Chuck Norris wisse. Wisse. Chuck Norris wisse. Klar. Ja, lief bei Chuck Norris Wisser vor. Wisser, ja. Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, dann drückt er die Welt nach unten. Chuck wurde nicht normal geboren. Er hat sich aus dem Bauch seiner Mutter durch einen Roundhouse-Kick befreit. Kurz darauf ist ihm ein Bart gewachsen. Chuck Norris schwitzt nicht beim Kacken. Die Kacke schwitzt beim Chuck Norrisieren. Wenn Chuck Norris ins Wasser geht, wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Ist das logisch? Keine Ahnung. Chuck Norris knackt Lichtschwerter. Chuck Norris benutzt keine Kondome. Es gibt nichts, was dich vor ihm schützen könnte. Das... Ey... Das Monster schaut nachts unter das Bett, ob Chuck Norris darunter liegt. Ist auch so. Was geht den Opfern von Chuck Norris als letztes durch seinen Kopf? Sein Fuß. Chuck Norris ist ein Feigling. Wenn es ihn wirklich geben würde, hätte er in meinem Kopf auf diese... Nee, da steht da. Ach so, jetzt verstehe ich's. Chuck Norris ist ein Feigling. Wenn es ihn gäblich, würde er meinen Kopf auf die Tastatur und dann stehen da ganz viele Buchstaben, weil er seinen Kopf auf die Tastatur haut. Weiß man, warum sich das Universum ausdehnt? Alles versucht, sich so weit wie möglich von Chuck Norris zu entfernen.
Chuck Norris bekommt bei Praktika 20% auf alles. Auch auf Tiernahrung. Wenn man Chuck Norris fragt, wie viele Liegestütze er macht, sagt er, alle. Ja, ne? Tolle Logik. Alle Menschen malen den Teufel an die Wand. Der Teufel malt Chuck Norris an die Wand. Ich auch. Chuck Norris isst kein Honig. Er kaut Bienen. Die Chuck Norris Witze sind nicht so witzig und unlogisch. Lustige Sprüche ist doch auch cool. Sprüche, Penis. Spruch des Tages. Spruch des Tages lädt. Einen Moment bitte. Der frühe Vogel stirbt wegen Schlafmangel. Der frühe Vogel stirbt wegen Schlafmangel, weil er nicht so lange schläft, weil es ein früher Vogel ist. Gestern noch stand ich am Rande des Abgrunds und heute gehe ich noch einen Schritt weiter. Ach, du bist so behindert. Deine Mutterwitze waren immer noch am besten. Sind die besten zumindest. Gibt es auch deine Vaterwitze? Nee. Die werden bestimmt nicht so lustig. So, jetzt muss ich erstmal wieder weit runter scrollen. Das hatten wir nämlich alles schon. Deine Mutter bindet sich einen Bobbycar auf den Rücken und ruft: Transformiere! Google Earth hat angerufen: Deine Mutter ist zu fett. Taha, du stirbst. Deine Mutter ist zu blöd. Sie kackt in die Disco und schreit Dirty Dancing. Wenn du Englisch hast, wirstest du wissen, was Dirty heißt und was Dancing heißt. Ja, und wenn man auf den Boden kackt, ist es dreckig. Deine Mutter frisst Erdnüsse, scheißt auf den Boden und freut sich über Snickers. Deine Mutter stellt sich neben die Mülltonne. Ne Mann, deine Mutter stellt sich neben eine Mülltonne und singt aus vollem Hals: It's my life. Deine Mutter fragt bei Amazon nach einer Kundentoilette. Deine Mutter guckt bei Google Earth, ob sie einen Pickel am Arsch hat. Ich kann nicht mehr. Hey, wo sind die ganzen Witze? Als gestern ein Zug deine Mutter kommen sah, hat er sich vor sie geworfen. Wenn deine Mutter bei Skype online geht, stellt sich selbst der Echo Sound Test Service offline. Was rollte mit 80 km/h den Berg hinunter? Deine Mutter mit einem McDonald's Gutschein. Deine Mutter sitzt bei Brit und ist zu 99,81% dein Vater. Nee, lass mal. Der schlecht ist. Der ist schlecht. Deine Mutter ist ein Justin Bieber Fan. Ey, wie ist das gerade, wenn die geil ist? Was? Bei mir ist eigentlich gerade, bei mir steht bei Skype keine Rückmeldung. Mhm. Und die Kamera ist nicht geil. Ja, okay. Deine Mutter ist so dumm, sie bringt
einen Scheißhaufen. Deine Mutter ist so dumm, sie bringt eine Scheißhaufen-Figur mit nach Monopoly und sagt, das bin ich. Ich kann mir so einen, der will so einen Backlog-Server aufbauen. Würdest du da mitmachen wollen? Ja. Klar, baue ich mit.